Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum großen Abschluss meiner persönlichen Top 11 der Spiele des Jahres 2015, The Best 2015, wie das Logo an der Seite sagt. Jedes Jahr zum Ende setze ich mich nochmal hin und lasse Revue passieren, welche Games habe ich gespielt, welche haben mir gefallen, welche haben mir sogar so sehr gefallen und mache dann eine Top 11 draus. In den vergangenen 5 Tagen haben wir bereits meine Plätze 11 bis Platz 2 gesehen, da auch ganz schnell in der Abfolge Splatoon auf der 11, Until Dawn auf der 10, Majora's Mask 3DS auf der 9, Resident Evil Revelations 2 auf der 8, Super Mario Maker auf der 7, Fallout 4 auf der 6, Hotline Miami 2 auf der 2, Brandish für die PSP auf der 4, Bloodborne auf Platz 3 und Metal Gear Solid 5 auf Platz 2. Man kann sich eigentlich denken, oder? Welches Game bei mir auf Platz 1 sein wird. Ich habe, als ich angefangen habe, es zu spielen, auch schon gedacht, okay, das muss einiges schief machen oder einiges müsste schief gehen bei dem Spiel, wenn es nicht bei dir ganz oben sein soll, weil es ist eine meiner absoluten Lieblingsserien und ich habe dieses Spiel im japanischen Original bereits seit 2 Jahren in meiner Sammlung. Es hat ja so lange gedauert, bis dann mal eine westliche Fassung davon rausgekommen ist. Die japanische Version habe ich nicht so lange gespielt, ne? Weil es hat zwar einen guten Gameplay-Anteil, aber die Story ist mir auch sehr wichtig. Und jetzt konnte ich sie endlich erleben. Ich habe es durchgespielt, ich habe noch ein paar Sidequests vor mir, aber die 60, 70 Stunden waren bisher gut investiert für Platz Nummer 1 und Yakuza 5, Ryuga Gotoku 5. Ich habe oft genug, ja, ein bisschen also nicht nur ein bisschen, sondern relativ häufig, wenn ich die Gelegenheit hatte zu sagen, hey, Yakuza 5, Leute, das ist eine Serie, ein Spiel aus einer Serie, vor allem was im öffentlichen Ansehen nicht so ganz hoch ist, weil es einfach das Gefühl ist, dass, ach, das ist ja viel zu japanisch und jetzt mit japanischen Gangstern und so weiter das zu machen und das ist bestimmt nichts für mich. Aber was ich gerne auch im Zuge, dadurch, dass jetzt mit dem Release von Yakuza 5 so viel lange Zeit, nachdem das japanische Original rausgekommen ist und cool, dass sich Sega und Sony nochmal dazu entschlossen haben, da eine verständliche Fassung rauszusuchen, weil ich hatte schon aufgegeben, dass es dementsprechend kommt, dass jetzt nochmal von Leuten wie mir, die sich mit der Serie auskennen und natürlich auch Leuten, die Bock auf solche Games haben, dann nochmal ein bisschen so die Trommel gerührt wird und dann mal ein bisschen ja, publik gemacht wird, was für geile Games es sind, die es nicht nur auf kompletten Japano-Gangster-Schwachsinn abgesehen haben. Und es gibt verrückte Geschichten, verrückte Parts, die da drin sind. Aber für mich war Yakuza, ich habe es auch oft genug gesagt, immer die moderne Reinkarnation von solchen Games wie Streets of Rage. Ja, rumlaufen, Leute kaputt kloppen, richtig geil. Also geiles Kampfsystem, Leute wegzimmern, so gut es geht. Aber eben auch mit Story, mit Open-World-artiger Lebenssimulation, wie man es von Shenmue her kannte. Es ist der inoffizielle Nachfolger von Shenmue, wo man eben anstatt mit einem Charakter durch eine Stadt durchzugehen, hat man eben hier quasi eher dieses Gangster-Melodramen obendrauf gepackt mit sehr ausschweifender Story, mit sehr umfangreichen, nicht nur Textsequenzen, die man sich durchlesen muss, sondern auch viel vertonten Sachen, die dazu kommen. Es ist eben wie Shenmue auf Steroiden. Ein klein wenig, ne? Und seitdem ich in den letzten Jahren die Yakuza-Serie, nachdem ich die Teile vorher mal ein bisschen gespielt habe, für mich dann wiederentdeckt habe, habe ich mit jedem Game, was rausgekommen ist, sehr viel Spaß gehabt. Der Vierer ist bisher mein Favorit gewesen, jetzt abgelöst durch den Fünfer, würde ich fast schon sagen. Ich muss da noch ein bisschen sacken lassen, aber ich würde schon fast sagen, ja, das ist mein Lieblingsteil bisher, den ich gezockt habe. Auch selbst das eher maue Dead Souls, was nicht so ganz gut gewesen ist, das Zombie-Shooter-Ding, habe ich auch zweimal durchgespielt bisher und trotzdem meinen Fun daraus gezogen. Yakuza 5 ist eben, ja, wie der Titel es sagt, der fünfte Teil einer Serie und sollte aber nicht als abschreckendes Beispiel sozusagen dafür dienen, ah, da ist ein fünfter Titel, ich habe die anderen Teile nicht gespielt, also kann ich das nicht zocken. Ja, Leute, die Story wird sozusagen in Anführungsstrichen weitergeführt, was in den ersten 4 plus Spin-Off-Teilen dann passiert ist. Nur jeder Teil hat immer die Möglichkeit, A, dass man sich nochmal informiert über die Charaktere, die da vorhanden sind, und der fünfte beginnt an dem Platz sozusagen, wo man nach und nach jede Figur in Ruhe kennenlernen kann, die man spielt. Ich habe es als sehr angenehm empfunden, habe sehr viel Spaß dabei gehabt, die ganzen Charaktere und Figuren, die ich kenne, wiederzusehen. Kazuma Kiryu, der größte Badass und Ex-Mafioso und dann Leiter eines Waisenhauses, einer meiner liebsten Spielecharaktere überhaupt, oder Akiyama, der Geldeintreiber, den ich in Teil 4 kennengelernt habe, auch bei Dead Souls sehr gerne gespielt habe. So viele zurückkehrende Charaktere. Wenn man die alten Teile gespielt hat, ist noch umso cooler, dass man die jetzt zocken kann. Aber die werden auch alle vernünftig eingeführt und man lernt sie auch richtig kennen, ohne dass man es vorher gespielt hat. Es fehlt einem ein kleines bisschen, aber ich würde das nicht als Stoppgrund sozusagen dafür empfinden, dass man den Fünfer spielt, weil der hat eine in sich geschlossene Story, der funktioniert als Ökosystem da zusammen. Und es kommen vor allem sehr viele neue Charaktere und Sachen zusammen, die vorher nicht dabei gewesen sind, die sich jetzt auch in den Mythos von Yakuza nahtlos mit einfügen. Die Geschichte selbst
erlebt es selbst, wenn ihr Bock dann drauf hat. Ja, es geht dann natürlich mal wieder um Verstrickungen und Verquickungen in der japanischen Unterwelt. Diesmal das System, was man aus dem Vierer kannte, da waren es 4 Charaktere, die man gespielt hat, in jeweils einem eigenen Kapitel. Jetzt hat man 5 Charaktere, die man spielen kann innerhalb der Spielkapitel. Und die sind nicht nur in einer einzigen Stadt. Das war früher dann Kamurocho, dass man hier und da nochmal kurz in eine andere kurz vorbeigeschaut hat, wo man eigentlich nur eine Hauptlocation hatte, wo man unterwegs war, sondern man hat 5 große Locations, die man durchsuchen kann. Und mit jedem Charakter spielt man in einer anderen Location sozusagen. Oder manche teilen sich die eine hier und da. Aber man hat also nicht nur dann unterschiedliches Gameplay, unterschiedliche Art, unterschiedliche Kampfsysteme, je nachdem, welchen Charakter man nimmt, wie die Story verwoben ist, sondern auch eine neue Stadt, die man entdecken kann. Mit Locations, mit Eigenheiten, mit Bonusquests, mit eigenen Dingen. Und ich habe selten so ein vollgestopftes Spiel wie Yakuza 5 gesehen. Ob man dann mit Kazuma auf einmal als Undercover, als Taxifahrer fahren muss und ein komplexes Taxifahrer-Minigame-System drin ist mit Bonusmissionen oder dass man als Taxifahrer, als Kazuma dann herausgefordert wird von der Straßengang und dann so Daytona-mäßig Autobahnrennen sich liefern muss. Oder Scud Racing ist, glaube ich, eher das bessere Beispiel von Sega. Autobahnrennen, was ein komplett optionales Ding ist, was man machen kann, was man nicht machen muss, aber die Möglichkeit gegeben ist, darum läuft im Gegenzug dann mit jemand wie Taiga Seijima, was so ein großer, bulliger Typ ist, der eher kampfsystemmäßig auf Greifmoves dann zugreift, auf einmal mit dem reingeworfen wird und eine komplette Jagdsimulation mit eigener Location hat, wo man herumlaufen muss und dort Bären und Rehe oder sonst was dann erlegen kann, von Baseball-Bonus-Missionen, von, ich habe nicht darüber gesprochen, Haruka, ja, die Ziehtochter von Kazuma Kiryu, die wir bereits seit dem ersten Teil als kleines 8-9-jähriges Kind kennengelernt haben, die mittlerweile ein Erwachsener, fast erwachsen, dann ist und zum Pop-Idol werden will und man komplette Kapitel mit ihr dann spielt und herumläuft und Leute zu Tanzbattles herausfordert und rhythmusbasiertes Gaming hat statt Prügeln. Komplett neue Sachen, die bisher nicht drin gewesen sind und ey, das hat mir so viel Spaß gemacht, alles da. Nicht nur mich reinzuversetzen wieder in diese Welten, diese Charaktere, in diese vertraute Welt vor allem. Wenn ich schon wieder in Kamurocho bin, also das Originalbeispiel heißt Kabukicho, das ist das Vergnügungsviertel, der Kiez von Tokio sozusagen, der hier in der Videogame-Fassung möglichst einigermaßen akkurat nachgestellt wird. Jedes Jahr mit jedem Spiel oder wenn hier jeweils ein Spiel rauskommt, ist es für mich immer, als ob ich im Urlaub wieder zurück an eine Stadt komme, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Ah, schön, ich kenne mich noch aus, ich weiß ganz genau, ich bin hier in der Tenkaichi Street und dann kann ich auf den Tahae Boulevard abbiegen und nicht vergessen, da am Theater vorbei, da sind die Coin Lockers und der Millennium Tower in der Mitte. Ich kenne mich dann wieder zurecht, ja, und ich kann sehen, ach, guck mal, da haben sie ein neues Haus gebaut. Ah, das Einkaufszentrum, woran sie gebaut haben in den Kamurocho Hills, ist endlich fertig, was von im ersten Teil als eine Location angefangen hat, wo Straßenpenner gewohnt haben und dann nach und nach zu einem Hochhaus Einkaufsmeile geworden ist, wo man jetzt dahin kann. Super cool, das zu machen. Und ich fühle mich gleich wieder heimisch, wenn ich da wieder mit den Leuten unterwegs bin. Und ich mag auch diese Mischung. Es gibt natürlich viel Gameplay-Parts, aber auch sehr viel Story. Und da muss man da abkönnen. Das sage ich auch immer wieder. Ihr müsst abkönnen, dass ihr storytechnisch auch relativ viele Cutscenes zu sehen bekommt und auch einen Fable dafür haben für dieses Gangster-Melodram, inklusive sehr, sehr viel Badass-Charakteren. Da wird viel gelabert, da wird viel intrigiert, viel das und das und das gemacht. Ich mag es. Die Charaktere finden eben diese Mischung, dass du das Abstruse als auch das Melodram, dass es wirklich sehr fein ausbalanciert ist und man nie das Gefühl hat, dass es zu sehr in die eine oder andere Richtung abdriftet. Wenn man von den Yakuza-Spielen heutzutage was sieht, einer zeigt dir zum Beispiel dann nur die abstrusen Sachen oder einer nur das Gangster-Melodram und du denkst, ah, habe ich so viel Bock darauf. Aber nee, man kann sich die Mischung selbst nochmal ein bisschen verlagern, je nachdem, was man machen will, dadurch, dass es auch open-worldig ist. Aber das Spiel selbst findet die Mischung dann gut drin. Und der Fünfer hat die bis dato beste Grafik gehabt, mittlerweile natürlich ein bisschen veraltet, PS3, aber ich bin da relativ gut wieder reingekommen. Viele variable Kampfsystemgeschichten mit dabei gehabt, eine super große Anzahl an Sidequests, die ich sau gerne gemacht habe, in vielen verschiedenen Dingen und eine Story, die dann auch wieder an Melodramatik wenig zu überbieten ist, aber auch wieder cool zurechtkommt und sich zu einem vernünftigen Finale dann zuspitzt. Ich habe schon jetzt, wie gesagt, so 50, 60, 70 Stunden mit dem normalen Game verbracht, noch einiges an Sidequests vor mir, die ich auf jeden Fall auch noch alle spielen möchte und ich bin sehr froh, dass dieses Game in den Westen gekommen ist und in der Mischung, wie es funktioniert mit meiner Liebe zur Yakuza-Serie, mit den Upgrades, die dazu gekommen sind, auch wenn es ein 2 Jahre alter PS3-Titel ist für eine alte Konsole, es ist für mich persönlich das beste Spiel, was ich dieses Jahr gespielt habe und ich kann es zumindest empfehlen, wenn ihr ansatzweise an den Sachen Interesse habt, die ich gerade ausgeführt habe, gebt dem Game eine Chance.
Chance, gebt der Welt von Yakuza eine Chance. Yakuza Zero kommt ja im nächsten Jahr für die PlayStation 4. Vielleicht wäre das allerspätestens der Einstieg, wenn ihr keine PS3 mehr habt. Wenn ihr eine noch daheim habt und auf sowas Bock habt, dann holt es euch, denn es ist mein persönliches Game des Jahres 2015. So, damit haben wir die Dinger. Ich mache jetzt im Nachhinein nicht noch einen Countdown, sozusagen, weil ich habe ja am Anfang schon erwähnt, welches die 11 Spielchen sind, aber es ist eine große bunte Mischung, es gab sehr, sehr viel cooles Zeug hier und schade, dass Metal Gear Solid 5 dann an gewissen Stellen dann doch den letzten Schliff hat vermissen lassen und ich hatte ja gar nicht drüber gesprochen, über diese ganze gezwungene Online-Anbindung im vergangenen Teil, also das ist auch nochmal ein Malus, der dazu kommt, der mir nicht unbedingt dann richtig gefallen hat. Dass Yakuza 5 dann nochmal kommt und quasi gegen Ende des Jahres alles aufmischt, ich habe es ein bisschen erwartet, aber ich bin sehr froh, dass es auch meine Erwartungen erfüllt hat und keine Enttäuschung gewesen ist. Das wäre mir nämlich noch schade gewesen, wenn es dann doch nur irgendwo dann ganz hinten landet. Und coole Überraschung eben, Brandish hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel und hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie auch den Mario Maker. Resident Evil Revelations 2 hätte ich nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß macht, dass es nochmal in die Top 11 hier mit reinkommt. Und ja, ich hoffe mal, dass ich ein bisschen mehr Fallout 4 spielen kann, als dass es noch ein bisschen weiter in der Liste am Ende dann landen kann. Ja, ich hatte hier noch ein paar andere Titel aufgeschrieben, die wollte ich jetzt auch mal, nachdem wir die Liste durch haben, euch einmal kurz nennen, ein bisschen drüber sprechen, nicht allzu ausführlich. Es gibt eine Handvoll Titel, die ich nicht lang genug gespielt habe, als dass sie hier auf der Liste landen könnten, aber wo das Potenzial sehr hoch wäre, dass sie hier in der Liste drin gewesen wären. Also es ist jetzt nicht etwas, wo ich dann bewusst irgendwelche Sachen weggelassen habe, aber ich muss dann natürlich auch sagen, hey, dieses Spiel hast du ausführlich genug gespielt, um es so zu beurteilen. Ich kann nicht sagen, ich habe kurz raufgeschaut und es ist auf jeden Fall mein Lieblingsgame. Da kann ich auch nichts wirklich dann dazu sagen. Es kann gut sein, dass ich das sozusagen dann nachhole. Ich werde die Dinge auch noch spielen, wie gesagt, im neuen Jahr. Und die werden dann zwar, glaube ich, nicht dann direkt auf meiner 2016er Liste landen, wenn ich denn eine machen sollte, aber ich werde sie zumindest dann ausrufen erwähnen. So wie ich im letzten Jahr zum Beispiel habe ich Need for Speed Most Wanted nachgeholt. Den Racer, der schon ein bisschen älter war, habe ich es war vorletztes Jahr sogar noch sehr ausführlich gespielt, aber da habe ich auch gesagt, hey, ich kann das jetzt nicht aus gutem Bewusstsein in meine Top 2013er oder so Liste dann reintun, weil ich habe das zum Release nicht allzu lange gespielt. Es gibt viele andere Spiele, die man zocken kann. Ich würde es trotzdem gerne erwähnen, weil ich es lange gespielt habe. Und da wären zum Beispiel in diesem Jahr, was ich nicht genug gezockt habe, Life is Strange. Die letzten beiden Episoden habe ich noch nicht durchgespielt, aber hat sau viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das würde auch ein schöner, emotionaler, so eine Bindung sein. Das Grafik-Adventure, das Telltale-mäßige Game, was für mich besser als Telltale funktioniert hat. Axiom Verge hätte ich sehr gerne noch ein bisschen weiter ausführlich gespielt. Dieses Metroidvania-mäßige Vein. Oder na, nicht nur Metroidvania, besser so gesagt, Metroid, inspiriert sehr stark von Metroid-Plattformer mit verschiedenen Waffen, verschiedenen Gegnern von einer Person innerhalb von 5 Jahren. Der hat alles gemacht an dem Spiel, innerhalb von 5 Jahren dann fertig programmiert und hätte ich auch gerne ein bisschen mehr gespielt, um das vernünftig beurteilen zu können. Ich habe mich noch nicht rangewagt an The Legend of Heroes Second Chapter, die Fortsetzung, Trails in the Sky, die Fortsetzung eines alten PSP- und Computer-RPGs, was es mittlerweile auch auf Steam gegeben hat, vor einiger Zeit nochmal zum Holen. Ich habe es auf der PSP durchgespielt und das war ein Game, was so den Spirit von Grandia, so Titeln wie Grandia, so ein schönes Abenteuer, oldschoolig RPG, mal wieder nach vorne gebracht. Es war nicht das beste Game aller Zeiten, also genauso wie Grandia auch nicht das beste RPG der damaligen Zeiten gewesen sind. Und das kann ich einigermaßen beurteilen, weil ich relativ viel gespielt habe aus dem Genre. Aber mir hat sau viel Spaß gemacht auf der PSP und der zweite Teil nach 4-5 Jahren Lokalisation, wo teilweise Leute kurz davor waren, weil die Übersetzung so aufwendig und riesig war, dicke Telefonbücher, große Texte, die übersetzt werden müssen, ist Ende des Jahres rausgekommen. Da waren Leute teilweise davor, dass sie Selbstmordgedanken hatten von dem Übersetzungsteam, weil das so ein großer Aufwand gewesen ist, was eine ganz krasse Scheiße ist. Dieses Game ist rausgekommen und ich weiß, auch das ist was, für den ersten Teil habe ich auch 40-50 Stunden gebraucht. Mindestens die Zeit muss ich finden, weil ich will es nicht nur kurz anfangen und da mal eine Stunde spielen, sondern mich da auch drin vertiefen können. Bin mir aber sehr sicher, es wäre auch hier auf der Liste ganz oben gelandet. Es hätte leider nicht Ende des Jahres kommen müssen, wo so viele andere Sachen da anstehen, die ein bisschen wichtiger sind, in Anführungsstrichen, wo ich dann noch für die Arbeit noch ein bisschen mehr machen muss. Rise of the Tomb Raider bin ich gerade dabei während der Weihnachtszeit. Zum Glück weiß ich da, dass ich da nicht allzu lange dran sitzen werde. Das erste Tomb Raider Remaster Remake fand ich super toll. Das zweite hört man auch, dass viele Leute dann sagen, ey, wie geil ist das denn? Ich bin froh, dass ich eine Xbox One hier habe, um mich spielen zu können. Und das wäre natürlich auch mit dabei. Das, was für Legend of Heroes Second Chapter galt, gilt auch für Xenoblade Chronicles X. Mammut-RPG auf der Wii U. Hätte ich Bock drauf, aber die Zeit muss ich finden. Entweder wird es mal Legend of Heroes oder Xenoblade als erstes, aber höre ich auch sehr viel Gutes, speziell auch von Kollege Ede, der schon auch mehrere 30-40 Stunden
da reingepackt hat. Ori and the Blind Forest, was für Axiom Verge galt, schönes Metroidvania, bin ich auch noch nicht dazu gekommen, es ausführlich zu spielen. Ich habe auch schon einiges gehört über den etwas höheren Schwierigkeitsgrad hier und da, aber es sieht cool aus und vor allem auch, dass es von Leuten aus deutschen Landen ist, mit den Moon Studios, die wir auch des Öfteren mal zwar bei Rocket Beans hatten im Studio dabei, aber ich kenne auch einige der Leute dann über Internetforen dann auch vorab und finde ich sehr cool, dass die jetzt so einen Hit damit gelandet haben und würde ich auch gerne noch weiterspielen. Und okay, das Spiel, das habe ich genug gespielt, ich habe es durchgespielt, Danganronpa, Another Episode, der Third-Person-Shooter aus dem Danganronpa-Universum, das ist jetzt als kleine Ausnahme, das ist nicht gut genug gewesen, um damit es in der Top 11 landet. Ein interessantes Game, aber wenn es ein Grafik-Adventure und Survival-Horror-artiges Game gewesen wäre, wie die alten Danganronpas, hätte es potenziell bei mir ein bisschen höher im Kurs gestanden, aber das Shooter-Gameplay hat nicht gut funktioniert, deshalb ist es hier auf der Liste auch nicht gelandet. Ja. Und die Kategorie, die ich alter Scheißkäse genannt habe, ist das Zeug, was einfach zu alt war, als dass ich sage, hey, das kommt dann hier nochmal dazu. Majora's Mask habe ich jetzt zwar nochmal reingenommen in die Liste, aber nur, weil es auch so groß upgedatet und verändert wurde und immer noch dann ein sehr gutes Spiel dabei rumgekommen ist. Resident Evil HD Remaster gab es, das Remaster PC und PS4 und Xbox One Remaster des ersten Resident Evil HD Titels. Ein sehr solides Remake eines tollen Games und so weiter, aber es ist ein Remaster und würde mich ein bisschen schlecht fühlen, dafür einen Platz in der Top 11 zu opfern. Ich habe sehr viel Final Fantasy XIV gespielt und ich musste ja dann arbeitstechnisch das Tagebuch führen und damit ich ein bisschen was über das Add-on Heavensward erzählen kann und habe mich da monatelang quasi in die Welt dann reinversetzt und Final Fantasy XIV gespielt. Ich kann auch natürlich nicht sagen, dass es hier in meiner Top-Liste landet, aber ist das mit Abstand meistgespielte MMO von mir mittlerweile und ich habe dann auch gut eine Pause gebraucht, nachdem ich so viel Zeit dann reingebracht habe. Ein super cooles Ding, Story-basiert und MMO-mäßig auch das Heavensward Add-on sah gut aus. Die Zeit erstmal finden, das zu machen, ist dann eben auch hier unter alter Scheißkäse gewesen. Genau wie Grandia 2, das spielen gerade Katharina und ich hier auf twitch.tv/emp-de durch. Cooles Spiel, 15 Jahre mittlerweile alt, wäre auch ein bisschen zu sehr, wenn ich es hier auf die Liste drauf tue. Ähnlich wie Ys 6, The Ark of Napishtim, das sechste Spiel aus der Ys Action-Adventure-Reihe, ist als PC, sehr gutes PC-Update auf Steam gekommen vor ein paar Monaten. Ich habe ursprünglich die PS2-Fassung vor etlichen Jahren gespielt und wie alle Ys Games ein schönes Action-Adventure, auf das man sich gerne versteifen kann, sollte auch nicht unerwähnt bleiben, wie auch die Metroid Prime Collection auf der Wii U. Die drei Metroid Prime-Titel gibt es als Download für die Wii U, mittlerweile die ursprünglich auf der Wii rausgekommen sind. Ey, drei Metroid Prime-Games für knapp 10 Euro, als sie rauskommen, selbst 20 Euro, die der Download gerade kostet, ist volle Pulle geil und sollte man sie auch nicht hingehen lassen. Als auch Gurumin habe ich als alten Scheißkäse hier dann tituliert. Gurumin, also Gurumin, ein Action-Adventure, was es auf der PSP gab, als PC-Version rausgekommen, mit viel actionartigem Gameplay, ein bisschen Puzzle-Einlagen und so weiter. Du steuerst so ein kleines Mädel, das so einen Drill hat, also einen Bohrer, mit dem sie sich durch Gegner als auch durch die Gegend bohren kann. Und abgedreht, knuffiges Design, das Level-Design nicht das aufwendigste überhaupt, aber hat mir auch sehr viel Spaß gebracht, gibt es auch mittlerweile auf Steam. So, da haben wir auch die Titel mal abgegolten und sind damit tatsächlich komplett am Ende reingekommen. Ich werde wahrscheinlich noch einmal zur Neujahrsansprache, oder besser gesagt der Bundeskriegordent, wird noch einmal zur Jahresansprache zurückkehren und da ein bisschen was am Neujahr dann sagen. Aber ansonsten, sollte eigentlich das letzte Video sein, was ihr im Jahr 2015 seht, und ich will mich bei euch nochmal allen bedanken für das treue Zuschauen, für das Mitmachen, für das Partizipieren, ob es hier auf gregs-rpg-heaven ist oder bei twitch.tv/emp-de oder auf rocketbeans.tv oder den diversen anderen Plattformen und Dingen, wo ich mal dann irgendwas gemacht für habe oder zu sehen gewesen bin. Es war ein cooles, es war ein spannendes Jahr, es war auch ein anstrengendes Jahr, aber ich hätte es so nicht anders machen wollen und auch dementsprechend nicht missen wollen. Also ich wünsche euch ein schönes Silvester, ein schönes Restjahr 2015. Habt einen guten Rutsch und seid im nächsten Jahr auch wieder dabei. Bis dann.